den Schraubverschluss des Schwingkörpers drin, entweder den Nadel drauflegt oder durchsticht und dann von unten mit dem Magnet holt. Die Nadel müssen wir magnetisieren. Wir müssen es magnetisieren, den Nadel. Nein, aber das die Richtung hast. Welche Richtung? Das kriegt man allein. Die Frage ist nur, wie magnetisiert man einen Nadel? Indem es einfach nur drauf fällt. Ich glaube, drüber fahren. Ja, es gibt auch irgendeinen Schmäh. Mit einem Flügel. Das macht es noch automatisch, wenn es magnetisiert ist. Ja, aber das darf welche Spitze noch nicht. Kann das sein, dass es nicht ist? Wie macht es magnetisiert? Über den Magnet rüberfahren, ja, aber. Bitte immer nur in eine Richtung. Mit dem Magnet hin. Nicht hin und her rubbeln, sondern immer. Ja, weil sonst. Die Nadel im Allerwert. Genau. Okay.